Ich habe gestern mal die Videostatistik durchgeguckt und mal geschaut, was euch so interessiert. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, ich bleibe bei den Bogenbau-Videos und wollte euch heute mal was zu dem Mollegabit-Bogen erzählen. Film ab! Joa, Steinzeitbögen wurden in Nordeuropa hauptsächlich so in Dänemark die Gegend gefunden. Deswegen gibt es da zwei ganz prägnante Formfunde. Und zwar das eine ist der Holmegard-Bogen und das andere ist der Mullegabit-Bogen. Und da will ich heute mal ein bisschen aufräumen, denn viele bezeichnen diese Bögen mit den steifen Enden, die so, ja, so urig aussehen, als Holmegard-Bogen. Das ist ein Flachbogen aus Eberesche und der ist aus Robinie. Und ein Holmegard sieht eigentlich so aus. Nur ein bisschen abgestufter. Ein guter Freund von mir hat mir Zugang verschafft zu Fachliteratur von diesem Buch, Jürgen Junkmanns Pfeil und Bogen von der Altsteinzeit bis zum Mittelalter. Und da wird das ganze Thema richtig auseinandergenommen. Oben der Mollegabit, übrigens ziemlich kurz gehalten, 1 Meter bis 1,20. Dann der Holmegard 1 mit ungefähr 1,50 Länge und der Holmegard 2 mit ungefähr 1,70, 1,80 Länge. Diese Stückchen, so wie sie hier aufgezeichnet sind, wurden so gefunden. Man sieht ja bei Mollegabit jetzt ist viel weg. Auch dieses Ende hier, ich glaube, das war. Ich blende es nochmal ein, das war gar nicht dabei. Diese Bögen waren alle aus Ulme gebaut und hatten wesentlich mehr Zugkraft, als wie das auf Wikipedia beschrieben ist. Er ist in seinem Buch auf Berechnungen gekommen, die da beim Holmegard 1 73 Lips auf 70 cm gekommen sind. Ulme ist übrigens mit das beste Bogenholz und Eberesche ist das Äquivalent dazu. Sieb 73 Lips auf 70 cm. Er schreibt aber dazu plus minus 20%. Das sind dann, gucken wir mal, ob sich die Überei gelohnt hat. 73 durch 100 sind 0,73 mal 10 sind 7,3 mal 2 sind 14,6. Also rund 15 Pfund plus minus. Bei dem zweiten Holmegard aus Ulme sind es 85 Lips plus minus. Da wären wir dann bei 8,5 mal 2, also 17 Lips plus minus. Das ist trotzdem ganz schön viel, weil wir sind ja da immer noch bei rund 60 Lips. Ja. Also 60 Pfund für so einen Steinzeitbogen. Ja, das passt aber auch zu dem, was ich bei 3D-Turnieren so an Erfahrung gesammelt habe. Du brauchst mindestens 50 Lips, um diese Parabel zu überwinden. Wenn du oben einen Ast hast, erstens kannst du nicht schießen und zweitens hast du so eine Trefferabweichung. Du brauchst beim Primitivbogen mindestens 50 Pfund, 60 sind besser, um im Wald auf 50 Meter Dammwild zu erlegen. Und dann ist das immer noch ziemliches Glück. Bei mir zumindest. Ich habe bei Mollegabit diese Zeichnung 1 zu 2 nach der Tabelle, also den Originalmaßen von dem Fragment, was gefunden wurde, übertragen und diese Bogenform rausbekommen. Hier ist übrigens, hat er leider nicht dargestellt, dieser Übergang ist hier nicht gezeichnet. Den habe ich hier nochmal unten. Also da wurde kein Maß genommen. Deswegen sieht das hier in der Mitte so komisch aus. Hier unten habe ich es nochmal dargestellt. Und ihr seht auch schon rechts oben, das ist das Ende von dem Bogen. Das sind diese langen Stege am Ende. Die werden tiefer. Und das ist der markante Unterschied zum Holmegard. Denn beim Holmegard, wenn ihr jetzt mal das andere Blatt nehmt, wo die zwei Holmegards drauf sind, da habe ich das auch übertragen, und zwar 1 zu 3. Und da seht ihr ganz oben das Bogenprofil von der Seite. Und es wird,
Also es verjüngt sich gleichmäßig und es wird nicht nochmal tiefer. Das heißt, der Holmegard hat einen kreisförmigen Tiller gehabt. Und diese Bögen haben auf jeden Fall in dem Bereich einen kreisförmigen Tiller gehabt. Und das hat sich ein bisschen gebogen, ein kleines bisschen. Das zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal. Nehmen wir mal den. So. Also. Holmegard, kreisförmiger Tiller, wie beim Flachbogen. Und Mulliger Beat, kreisförmiger Tiller bis hier. Und der Rest steifer. Nicht ganz steif eigentlich. Und ihr könnt das mit den Enden, wie spitz die dann werden, das könnt ihr, wenn der Bogen gut gebaut ist, richtig übertreiben. Die könnt ihr noch viel, viel dünner machen. Und umso schneller wird er werfen. Warum der Mulliger Beat jetzt so schmal am Ende war, das habe ich jetzt anhand von Fachliteraturen nicht rausgefunden. Man kommt dann, wenn man die paar Mal baut, schon auf ein paar Ideen, warum das so gemacht wurde. So, und der erste Grund, warum das so gebaut wurde, wie gesagt, ist meine Meinung, meine Erfahrung. Der erste Punkt ist ganz einfach. Ihr habt ein schlechtes Stück Holz. Da sind Äste drin. Also könnt ihr daraus im Prinzip keinen Bogen bauen. Was weiß ich. In diesem ganzen Bereich wäre jetzt noch hier Flachbogen. Und da steckt jetzt meinetwegen ein dicker Ast drin. Den kann ich beim Mulliger Beat vernachlässigen. Weil diese Enden weitgehend steif sind. Das heißt, hier kann ein Ast drin sein. Er kann auch hier daneben liegen. Den schneide ich einfach raus. Und wenn er drin ist, ist es auch nicht so schlimm, weil das muss ich nicht biegen. So, das ist der erste Grund. Ich brauche kein super geiles, astreines Stück Holz. So. Bögen lassen mit der Zeit an Leistung nach. Ihr kennt das String Follow. Der Bogen nimmt die Biegeform an. Jetzt bei dem Eberesche sieht man es nicht so gut, weil der hat Sehne drauf und die zieht den immer wieder gerade. Der ist relativ neu, den habe ich eigentlich noch nie geschossen. Ich habe ihn immer nur mal gezogen, weil der ist noch nicht ganz fertig. So, dieser String Follow ist das Nachgeben des Holzes. Was mache ich also mit einem Bogen, der seine Leistung verliert? Klar, ich kann Sehne draufleimen und ihm nochmal Leistung verschaffen, ist aber extrem aufwendig und geht nicht, wenn ich den Bogen schon eingewachst habe. Also kürze ich den Bogen einfach ein, um ihn nochmal zu stressen. Jetzt seht ihr bei dem Bogen, und deswegen habe ich den mitgebracht, das ist ein Snake Bow. Der hat hier vorne voll die Schlenker drin. Und wenn ich den jetzt kürze, läuft die Sehne nicht mehr über die Mitte. Das Problem habe ich bei den Raketen nicht. Das heißt, angenommen, ich bin jetzt ein Steinzeitmensch und ich merke, mein Bogen ist nicht mehr stark genug. Was mache ich? Ich suche mir erstmal Ersatz und fange an, einen neuen Bogen zu bauen. Ja. So, wo war ich sitzen geblieben? War der Chef. Muss ja rangehen. Genau. Angenommen, ich bin jetzt ein Steinzeitmensch. Und ich merke, mein Bogen, oh, der wird schwach. Ich kriege damit kein Dammwild mehr. Was mache ich? Ich kürze den ein. Das Problem ist natürlich, der Bogen wird ja nur mehr gestresst. Also das gibt keine Langlebigkeit. Aber es ist erstmal eine Möglichkeit, weiter jagen zu können. Und in der Zeit besorge ich mir Ersatz und baue einen Bogen. Und ihr wisst ja, einen Bogen zu bauen, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich habe trotzdem noch einen zugkraftfähigen Bogen, der noch eine ganze Weile hält. Ja, also man kann damit schon noch eine ganze Weile schießen. Und die Sehne läuft über die Mitte. Ich kann den auch schießen. Wenn ich das bei dem mache, läuft die Sehne nicht über die Mitte, sondern liegt ein bisschen daneben und er dreht sich beim Schießen. Und der Pfeil fliegt nicht dahin, wo ich das gewohnt bin, beziehungsweise lässt es sich gar nicht mehr schießen. Mulliger Beat Bogen
Oder nee, Mulle Gobbit. Also im Norwegischen wird dieses A mit dem Kringel eigentlich als O ausgesprochen. Ich sage trotzdem Mulle Gabitbogen, Holmegardbogen. So einfach. Und eigentlich müsste ich jetzt mal einen richtigen Holmegard bauen. Aber der gefällt mir nicht so von der Bogenform. Denn ich mag den Mulle Gabit. Denn die schießen richtig, richtig gut. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich durch diese steifen Enden, diese Hebelwirkung. Wie gesagt, holt euch mal dieses Buch. Ich werde es auf jeden Fall tun. Da stehen sehr, sehr viele interessante Sachen drin. Und ich habe auf jeden Fall selbst jetzt viel dazugelernt. Und dieses Wissen wollte ich einfach mal mit euch teilen und euch diese Bogenform empfehlen. Sie hat sich nicht umsonst über tausende von Jahren durchgesetzt. Sie schießen richtig, richtig gut. Also ihr könnt auch mit einem Haselnuss 45 Pfund richtig schönes durchschnittliches Zuggewicht ja, auf ein 3D-Turnier gehen, wenn ihr einen leichten Pfeil habt. 50 Pfund sind besser. Aber ihr habt einen angenehmen Bogen, der sich weich zieht und ihr könnt es machen wie die Steinzeitmänner. Kürzt den doch ein, wenn er euch zu schwach wird. Baut mal so ein Ding. Ich mach's auf jeden Fall, habe ich ja schon angekündigt. Und aus welchem Holz weiß ich jetzt noch nicht. Eigentlich hätte ich Lust, den aus Eibe zu bauen. Weil Eibe haben wir ja jetzt genug. Aber die ist noch nicht trocken. Naja, ich habe ja noch trockene Eibe. Na, mal gucken. Alles klar. Baut so einen Bogen. Viel Spaß. Ich wollte das Wissen mit euch teilen. Und vielleicht hat der eine oder andere was dazugelernt. Vielleicht könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben, wenn was falsch war. Macht das. Bis dahin, euer Bogenbauer.